Ja, Johnny. Ziemlich protzige Bude für einen Journalistengehalt. Zu meiner Zeit lebten Reporter noch in einer kakerlakenverseuchten Abstellkammer mit geteilten Toiletten. Super. Was ist das? Echt jetzt? Sieht das für dich nach einem Bambus aus? Du kannst mich mal. Ja, aber was zum Scannen dran? Sieh mal an. Ah, ist der Bambus. Was okay. Ist denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, Bingo. Interessant. Scheiße. Das Militech-Logo ist aus den 2010ern. Die Karte ist mindestens 60 Jahre alt. Cool. Die hat sie nicht von dem wühltischen Kabuki. Was genau plant diese Bree wohl? Schreiben wir es nachher jetzt erstmal Nachricht. Auf die Karte, was jetzt? Kannst du dich mit der Kunde treffen? Ich schicke dir die Koordinaten. Ihr habt geschlossen, das war's in Gebäude und Doktor. Geht nach Einbruch der Dunkelheit hin und selbe Ton. Jetzt bin ich nach Doktor. Okay, bin unterwegs. Hey, du bist nicht Bree. Stimmt. Nee. Was machst du hier? Geht dich nichts an. Pass auf, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Verstanden? Okay, okay. Ich hab hier nur gefragt. Ich hab Lärm gehört. Dachte, Bree wäre wieder da. Ich hab sie lange nicht mehr gesehen. Ich wohne nebenan. Hab gedacht, ich sehe mal nach. Hier waren zuletzt zwielichtige Gestalten unterwegs. Gibt's nichts zu sehen. Nachbar. Ich bin dann mal wieder weg. Ja, jetzt war's. Okay. Das sollten wir jetzt, glaube ich, öfters machen, weil wir. Untergeschossen. Das sollen wir, glaube ich, öfters machen. Wie gesagt, noch so viel zu tun in dem Game. Folgefahrer ist zwar jetzt nett, aber ich glaube, wir sparen uns das jetzt in Zukunft. Ekelhaft. Ich sehe mich besser um. Schatz, hier weiterzugehen. Ja, ich bloß die Karte. Ja, schon. Immer nicht durch, ne? Ja, aber bleib mal hier. Das ist mir auch nicht. Nee, jetzt mal sonst. Ich versuche halt, wie gesagt, gerade ein bisschen die Karte zu blicken. Am schnellsten jetzt einen Weg bei dem weiter.
Da ist eine Tür. Erstmal der. Das kommt. Das ist mal wirklich andauernd. Jetzt wäre Scheiß. Wir müssen es nicht einschalten. Benutzen. Wir können jetzt noch ein paar Kanonen. Oder hier geht's weiter. Bis hier wieder hin. Okay, hier geht's irgendwo raus. Hier müssen wir also nicht. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist da, wo ich gerade hin wollte. Jetzt nämlich angekommen auf der anderen Seite. Genau, ja, ja. Wir sind auf der anderen Seite des Tunnels, da wo ich die ganze Zeit hin wollte. Ja, noch gerätselt. Wie kann man da hin? Genau da sind wir jetzt. Okay, hier scheint es aber nicht weiter zu gehen. Hier scheint es auch fest zu sein. Ist ja nichts. So, gar nichts. Ich gehe neben dann raus. Ja. Und zwar auch so kassenmäßig aus meiner. Also wenn wir da nochmal hier. Sehen wir da was? Was da los? Man braucht mit der Karte jetzt hier lang zu weiter, ne? Also ist die andere Seite davon, klar. Ja, und jetzt gehen sie jetzt wieder, wo wir gerade schon standen und geguckt haben, komme ich hier rüber. Das ist klar. Und hier geht's ja rüber. Das ist hier, ich muss hier nämlich nach oben. Warte mal. Hier geht's weiter. Noch. Stehen bleiben! Richtig, du bist mein Kunde. Beruhige dich mal. Ich sollte dich hier treffen. Du solltest doch erst nachts kommen. Hast du die Karte? Hab sie, jupp. Kein Schritt weiter. Sorry. Wolltest du die hier? Ah. Oh. Ja. Sorry dafür. Aber du weißt schon. Ich kann niemandem vertrauen. Mhm. Gut. Gib mir die Karte. Wir sollten hier draußen nicht so dumm rumstehen. Ja, dann. Bist ein bisschen paranoid. Bist du nicht ein wenig übervorsichtig? Hallo? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, los jetzt. Mal sehen, ob das hier funktioniert.
Soweit ich weiß, war hier seit Jahrzehnten niemand mehr. Und die Systeme sind von 2013. Na, schön. Also über 10 Jahre alt. Ich weiß, dass 2077 wird. Einige Sicherheitssysteme könnten noch aktiv sein. Also, nach dir. Ja, gut. Achso. Let's go. Hier sind Geschütztürme, aber die sind offline. Komm rein. 2013. Shit. Karte funktioniert nicht. Moment, ich suche einen anderen Weg da rein. Da lang. Los geht's. Ja, geht doch. Meine Güte. Ich gehe davon aus, das heißt nach Plan läuft, wo wir anwenden fertig bist. Mir hat was beschäftigt, aber okay, passt. Ich melde mich, wenn es erledigt ist. Bisher hatten wir Glück, aber sei vorsichtig. Diesen alten System ist nicht zu trauen. Okay. Ganz ruhig, ich weiß, was ich tue. Ich weiß genau, was ich tue. Dein Gesicht! Der Scanner hat's nicht erkannt! Ich finde, das noch ein Schild sein soll. Mach ich kurz kaputt. Meine Güte. Den hier auch. Wenn der Geld wieder rauskommt. Was ist eigentlich mein Präzisionsgewehr? Ist das Sniper? Ja. Das wird natürlich schon wieder mal vom Spiel aus meinem Impfbogen in dieser anderen. Präzisionsgewehr. So, da. Muss ich hier vorne mal ran? Ich muss mich entschärfen und entschärfen. Alles sicher. Und bitteschön. Immerhin funktionieren die Sicherheitssysteme noch. Giftig, hochentzündlich. Die treffen uns noch! Ja, und doch nicht! Du stehst doch hier draußen! Was ist das? Du stehst doch hier draußen! Ah. Was juckt dich das? Du stehst doch hier draußen! So. Und da. Entschärfen. Die Tür kann ich dir mal aufmachen. Und. Ein Schiff. Und schärfen. Und schärfen. 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 Ja. Gut gemacht. Weiter so. Habt ihr was Schönes? Fast geschafft. Ausschalten. Zurück. Ah, ich wollte noch alles ausmachen. Öffnen. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Aktiver Geschützturm. Geschafft! Der Mainframe.
The host. Okay. Der Horst. Unfassbar. Da sind sogar Dateien vom dritten Konzernkrieg drauf. Cool. Yo. Militech hat damals echt alles versucht, damit Arasaka sie nicht von der Bühne verdrängt. Mhm. Fuck. Die ältesten Dateien sind verschlüsselt. Moment. Hier sind neuere Aufnahmen von 2068. Was? Wahrscheinlich kamen sie da zurück. Sieh's dir an. Dateien abspielen. Ja, okay, Aufnahme läuft. Senior Research Specialist Evan McRae. Das ist Tag 3 unserer Forschungsexpedition. Wir haben die Ausrüstung in den Bunker geschafft. Die alten Schienen funktionieren noch. Super. Wahrscheinlich wurden sie früher genutzt, um Wärmetauscher aus dem Labor zu bringen. Hier gibt's massig altes Forschungsmaterial. Mal sehen, ob ich davon irgendwas verwenden kann. Ja. Die Schweine wollten das Projekt wiederbeleben. Mhm. Okay. Vielleicht mir Anna noch mal angucken? Ah ja. Also, Caesar hat eine der Datenfestungen geknackt und veraltete Codefragmente gefunden. Vielleicht Steuerbefehle für eine Waffe. Mhm. Dann brauchen wir nur noch eine KI, die alles verbindet. Lisa testet die Blackwall auf potenzielle Schlupflöcher. Ja. Was? Stimmt. Tag 39. Danke, Lisa. Super. Hörst du das? Die wollten durch die Blackwall. Ja, hab ich gehört. Und die letzte. Tag 50. 5-0. Uns wurde befohlen, die Zelte abzubrechen. Angeblich sind wir hier nicht mehr sicher. Caesar hat alles gepackt. Wir warten nur auf Lisa. Sie ist schon seit 2-3 Tagen im Bunker verlinkt. Sie will einfach nicht rauskommen. Mhm. Sie versucht, die Daten aus den Festungen herunterzuladen, aber die könnten wir eh nicht mitnehmen. Genug. Ich gehe sie jetzt holen, Caesar. Jo. Scheiße. Das ist größer, als ich dachte. Militech wollte seine Waffentechnik mithilfe einer wilden KI aufpolieren. Unfassbar! Ja. Na klar, Militech und die übermächtige Geheimwaffe weiß doch jeder. So wie jeder weiß, dass die Welt am Dienstag endet und Bartmoss in einem Kühlschrank überwintert. Ich war von der Wenn das bedeutend wäre, hätten wir darüber schon längst etwas gehört. Willst du mich verarschen? Hast du je von Soulkiller gehört? Ja. Stell dir jetzt ein ähnliches Projekt vor, nur von Militech entworfen. Sowas verändert die Welt. Aber nicht zum Guten. Zumindest nicht für Leute wie uns. Meinst du, ich übertreibst? Ja, jetzt lass uns. Hast du, was du brauchst? Dann lass uns abhauen. Dante? Was? Was soll das werden? Was ist hier los? Du hast mich schon mal verarscht. Also, wer zum Teufel bist du? Dante Caruso, Special Agent von Militech. Keine Sorge, ich bin wegen Bree hier. Du bist mir scheißegal. Ich wusste, dass sie sich hier irgendwo versteckt und du sie suchst. Ich musste einfach nur abwarten. Danke dafür. Ich hoffe, du verteidigst sie jetzt nicht. Sie hat dir bestimmt jede Menge Bullshit erzählt. Wie kannst du dich selbst sprechen? Kann doch sprechen. Frag sie einfach selbst. Um was zu hören? Noch mehr Lügen? Daran ist die einsame Spitze. Sie hat für uns Artikel geschrieben, in denen sie die Konkurrenz diffamiert. Ah, jetzt drehen sich die Rädchen. Ja, Bree hat für Militech gearbeitet. Stimmt das, Bree? Stimmt das? Ja, aber nur so konnte ich Zugang zu ihrem Archiv erhalten. Du musst mir glauben, der will mich aufhalten, weil ich zu viel weiß. Noch so ein Missverständnis. Du hast keine Ahnung, was ich denke. Andersherum schon eher. Du bist doch nur eine Opportunistin. In wessen Tasche steckst du jetzt, hm? Arasaka, Netwatch, der Trottel, von dem du Daten geklaut hast, Caesar Mijares.
Du weißt, dass sie ihn gekillt haben, oder? Was redet er? Wovon redest du? Rhee geht's nur um die Kohle. Nur wegen ihr wird jeder umgebracht, der sich für das Projekt interessiert. Dich mit eingeschlossen. Willst du auch drauf gehen? Er will uns nur Angst machen, Vi. Das weißt du. Sorry, Bray. Halt ihn auf, Vi. Das Labor ist nicht groß genug für uns beide. Los, erledige ihn. Denk nach. Willst du dein Leben für sie riskieren? Oh ja. Bray, in Deckung. Du lässt mir keine Wahl. Ja, du auch nicht. Hässlicher Nachbar. Ja. Sorry. Aber ich mach das mal Auftraggeber rollen. Glaub das du kannst rein. Rauskommen. Danke, Vi. Tausend Dank. So, Tante gemeint. War da vielleicht was dran an seinem Gelaber? Echt? Der Typ wollte uns gerade umlegen und dich interessiert sein Gelaber? Ja, ich hab ein paar Scheißartikel für die geschrieben. Musste ja Miete zahlen. Aber das Ding ist, irgendwann wacht man auf und bemerkt, dass man sein ganzes Leben verschwendet. Und ja, bei mir hat's geklappt. Hab mein Leben umgekrempelt. Jetzt stehe ich hier. Mhm. Was, jetzt was wirst du jetzt tun? Ich liege das. Und dann mache ich lange Urlaub. Weit, weit weg von allen, die mich suchen. Vor allem von solchen Konzernkellern. Hast mir echt geholfen, Vi. Geh ruhig vor. Ich schnapp mir noch die letzten Dateien. Okay. Tschüss. Hallo, sag mal.